Also, ich darf vorstellen, die Öffnungsausstellung von Bryan Adams hier in der neuen Leica-Galerie in München. Und wir sind nicht stolz darauf, dass der Bryan Adams bei uns der erste Star ist, der erste Star, der fotografiert und nicht nur gut singt und uns seine Celebrity-Porträts zur Verfügung gestellt hat. Das ist die Ausstellung Exposed. Und eins meiner Lieblingsbilder ist zum Beispiel gleich das hier von der Queen. Es gibt da ganz selten Bilder von der Queen, wo sie mit irgendwelchen privaten Gegenständen abgebildet ist, wie zum Beispiel mit schlammigem Gummistiefel oder einem Regenschirm. Und gibt es eine ganz nette Geschichte dazu. Da war der Bryan Adams beim Fotografieren mit einer uralten Polaroid-Balkenkamera am Werk. Aber er hat auch nur 10 Minuten Zeit gehabt, das Bild aufzunehmen. Und als er die Kamera aufgebaut hat, hat man schon gemerkt, er kommt mit der Zeit nicht hin. Obwohl die Queen sehr amüsiert war über die Kamera, weil sie gesagt hat, seit 50 Jahren hätte sie so eine Kamera nicht mehr gesehen. Und also aber merkte, er kam nicht hin mit der Zeit, hat dann eine kleine Kamera rausgezogen aus der Jacke und hat den Schnappschuss so gemacht. Später dann ist eigentlich das Bild verboten worden, also zu veröffentlichen, nicht freigegeben worden vom Palastmanagement. Und der Bryan ist dann nochmal hingefahren zur Queen und hat ihr Liedchen gesungen und hat nochmal interveniert und war dann so sympathisch, dass die Queen das Bild freigegeben hat letztlich. Und jetzt hängt es so bei uns und es gibt eine Briefmarke mittlerweile von dem Bild. Also das ist eigentlich die schönste Geschichte aus meiner Sicht zu den Bildern. Herzlich willkommen, ich bin die Frau Ren Kaufmann und bin seit 2008 für die Leica-Galerien zuständig. Wir hatten damals 2008 drei Leica-Galerien weltweit. Da ich jetzt nicht direkt aus dem Business komme, habe ich gesagt, learning by doing, und habe mir selber in Salzburg, wo ich residiere, wo ich lebe, wo meine Homebase ist, eine Leica-Galerie aufgebaut und habe von dort eigentlich dann das Netzwerk erweitert. Und wir haben jetzt mit München 25 Leica-Galerien um den ganzen Globus verteilt, von L.A. über Tokio, von Prag über München und so weiter und so fort. Und bei Leica selber in Wetzlar, haben Sie da auch was? Ja, wir haben den wunderbaren Leitz Park in Wetzlar, das ist sozusagen das Headquarter, wo produziert wird, wo aber auch ein Museum ist, ein Ernst-Leitz-Museum, wo momentan letzte Woche der 40 Jahre Leica-Oskar-Barnack-Ausstellung eröffnet wurde. Eigentlich ein Rundgang durch 40 Jahre Reportagefotografie, ein unglaublich bunter Blumenstrauß mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern und sehr bewegenden und beeindruckenden Serien, wie unter anderem von Sebastião Salgado, der zweimal den Preis gewonnen hat und der ja jetzt auch gerade hier in der Versicherungsgesellschaft in München ausgestellt ist. Und dort haben wir auch eine Leica-Galerie, wir haben ein Ernst-Leitz-Hotel, wir haben ein kleines Café, wo man auch ein kleines Leica-Törtchen essen kann. Es ist also ein Erlebnis rund um die Fotografie, von der Produktion über die Kunst, übers Archiv. Wir haben auch im Wald eine freie Ausstellung, die dort im Wald quasi jederzeit bei jedem Wetter angeschaut werden kann. Also es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, was es so auf der Welt auch nicht gibt, der Ernst-Leitz-Park.